to take her off and everybody want it. They been waiting for this moment, we been keeping it a hundred. We don't know about nothing less, it ain't real unless we done it. We been cooking like a chef, that's why everybody on it. Another level, another level, another level. We ain't never settle, nah. Level up, watch me level up. Watch me level up, watch me level up. Another level, another level, another level. We ain't never settle, nah. Level up, watch me level up. Watch me level up, watch me, watch me. Es kommt wie angekündigt, ja? Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung, Elektroden, Training Day, richtig schwere Geschichte. Wir haben eine kleine T-Folge gemacht. Ihr wisst, man kann das immer vertiefen und da studieren andere Leute drüber. Ja, also da ist viel Content, viel zu lernen und viel zu trainieren tatsächlich. Ja, also ich habe richtig Bleche vernichtet. Ja, Bleche vernichtet, noch und nöcher, um wieder reinzukommen. Ja, du brauchst diese Routine, Elektrode. Was machen wir heute? Was zeigen wir euch? Steignaht. Ja, eine Steignaht schweißen und verschiedene Pendeltechniken. Ja, Steignaht werden wir machen mit der E6013RR von Stahlwerk, 2,5 mm. Und eine Sache gucken wir uns auch an. Fallnaht, auch eine E6013 der Firma Kielberg. Die heißt Prima. Ist aber keine RR, sondern eine RC und deshalb, ja, Zellulose, haben wir besprochen, Fallnaht geeignet. Ja, Elektrodenpackung immer anschauen, ihr wisst, da gibt es die Infos, Stromstärke, wie wird die verschweißt und welche Positionen kann ich damit verschweißen. Der Onkel Jan ist dabei, ja, der war kurz hier, hat ein bisschen Kram abgeholt, könnt ihr auf seinem Kanal, könnt ihr das sehen, ja, und wir haben ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben ein bisschen über Elektrodendurchmesser gequatscht, das ist so ein Brecher hier, ja. 6 mm ist eine E7010, ist eine basische Elektrode, die macht das hier, ja, die macht, das ist ein 2-Euro-Stück, die macht so ein Schmelzbad, werden wir sehen. Julian in Bestform, der hat eine Steignaht gemacht, der Julian, ja, und hat uns mal richtig gezeigt, wie es richtig funktioniert. Viel Spaß in der Folge, schöne, schöne Nahaufnahmen, freut euch. Watch me. Je sauberer die Tafel, desto schöner die Schweißnaht. Ist das so? Ist so. Ich kaufe nur noch Zeug von Stahlwerk. Das ist ja alles Crap. Der ganze. Ist das ein Monster? 290 bis 360 Ampere. Das ist eine basische Elektrode. E7018. Kaltbasische Stabelektrode. Ich zünde jetzt einfach, weil. Da ist Feuer, ja. Durch, die leuchtet jetzt, also das ist, das kann, ich weiß nicht, ob das Kamerabild das einfangen kann, aber du hast den, sobald der Lichtbogen ab ist. Oh, die hat aber dick aufgetragen.
Du musst was drunter tun, sonst raucht dir der Tisch ab. Ja. Und jetzt hast du eine Elektrode mit 110 bis 140. Ja, und den Hot Arc würde ich auch irgendwo dahin tun. Hast du schon mal genutzt? Nein, der Hot Arc wird dann quasi gleich mit der Stromstärke geschaltet. Ja, du kannst dem ein bisschen mehr geben. Dann hast du am Anfang wirklich, merkst du auch richtig, dann kommt ganz kurz die Power. Amas-Knopf? Ist das so ein bisschen Lichtbogenweite oder was macht das? So ist es, genau. Intensiviert den Lichtbogen. Ja. Tatsächlich. Merkst du auch richtig, kurz und lang. Fächert ein bisschen auf. Mhm. Ja. So im Mittelmaß. Also wenn man das so ein bisschen gleichmäßig miteinander stellt. Also da wir uns hier tatsächlich so in den ersten Gehversuchen mit neuen Elektroden immer Mitte. Du siehst optisch extrem stark die Veränderung des Bogens. Ja. Für mich ist, wenn du den voll reinknallst, also wir haben das letzte Mal Super Pursuit Mode genannt, ja, du siehst enorm stark die Veränderung des Lichtbogens. Ich habe allerdings noch keinen Bruchtest gemacht, sodass ich sagen könnte, rechts volle Pulle Hartgas, ja. Einbrand etc. pp. Ja, das ist 325er basische Elektrode, bleibt auf Plus. Wir bleiben bei basisch. Genau. Also jetzt 3,25 mm basische. Genau, einfach mal zum Gucken. Einfach mal zum Heften und danach knallen wir die Dicke drauf und machen mal eine Kehlnadel und gucken, was passiert. Braucht viel Überredungskunst. Die hat aber tatsächlich die klassische Schlacke, siehst du das? Glasartig. So ist es. Aber zum Heften braucht die echt lange. Muss auch ganz klar rückgetrocknet werden, ne? Haben wir jetzt hier nicht gemacht. Das ist unfassbar viel Power. Also 270 Ampere max ist tatsächlich auch für 8 mm ein bisschen viel, ne? Die Schlacke, die fließt wie verrückt. Also das ist eine sehr, sehr, sehr dünnflüssige Schlacke, kann man schon fast sagen. Und deswegen mag ich die Zellulose ja so gerne, weil die halt so ein bisschen... Ach, ich halte mich mal so ein bisschen, ich halte mich da hinten so ein bisschen auf, ich kusche mich so ein bisschen über die Naht an sich und die von der basischen, die Schlacke, die sagt dann so, ach komm, mach weiter. Ja, ich überhole dich. Ja? Also für eine Lage ist das schon, das ist bestimmt 6 mm Amas. Also was sagst du, der Onkel kann schweißen? Der Onkel kann schweißen, ja. Juhu! Aber der Apparat da, ne? Muss man aber ganz klar dazu sagen, diese basischen Elektroden, das ist natürlich nichts für den Heimanwender. Ah. Das ist ja... Also wenn du dir ein Vordach baust, würde ich auch eine RB empfehlen. Nicht keine KB, aber Festigkeit, ne? Kerbschlagarbeit, beste. Wo du diese Belastung brauchst, das ist ja... Richtig. Was bei mir speziell, was bei mir viel gefragt wird, ist das in dem landwirtschaftlichen Bereich. Der Hersteller dieser Fanghaken oder die Hersteller der Fanghaken, die geben dann ja auch vor, eine kaltbasische Elektrode zu verwenden. Die Fanghaken waren 10 S355. Das habe ich ja mit dem 1 mm Magdraht geschweißt. Und wir haben die Fanghaken an sich, wo die Geräte mit angekoppelt werden, die haben wir mit 180 Ampere.
In dem Fall tatsächlich mit einer Rutil-Zellulose-Elektrode, weil Karl gesagt hat, ich schweiß das immer damit, das hält, das funktioniert. Mhm. Grundsätzlich gibt der Hersteller aber vor, nimm bitte eine kaltbasische Elektrode, weil du diese C-feste Verbindung hast. Mhm. Weil du ja natürlich da wirklich, du hast Scherbelastungen, du hast ja nicht nur die Belastung beim Heben, was dann knicken könnte, sondern auch die seitlichen Bewegungen. Mhm. Das gleicht das die Naht dann ja aus. Also die hat dann so, ist dann ein bisschen zäher dann. Deswegen will der Hersteller das eigentlich haben. Aber es kann auch im MAC-Verfahren mit SG3-Draht geschweißt werden. Ist eigentlich auch wieder eine härtere Verbindung, ist aber auch zulässig, herstellerseitig. Also es ist manchmal wirklich ein bisschen konfus, aber es funktioniert. Aber das in dem Fall tatsächlich kaltbasisch, aber läuft. Wäre das jetzt eine steigende Naht von mir, dann wäre das ja traumhaft, ne? Wenn ich das könnte. Ja, du siehst auch den Einbrand hier, ne? Gerade zum Schluss. Also hier siehst du ganz klar den Einbrand, ne? Am Ende, die frisst richtig, ne? Da ist richtig Alarm. Also, Spritzer, das ist auch eine Community-Frage, die das öfteren kommt. Ich habe beim Elektrodenschweißen, ich habe unheimlich viele Spritzer. Könnte man sagen, entweder hast du deine Ampere, deinen Strom zu hoch eingestellt oder du bist halt auch mit dem Elektrodenabstand zu weit weg. Willkommen beim Elektrodenschweißen. Ja, da kannst du keinen Gas optimieren etc. pp. Ne? Es gibt die Elektrode, die ein bisschen mehr, die ein bisschen weniger. Ja, Lichtbogenlänge ist ein Thema, definitiv. Spritzer gehören dazu. Ne? Spritzer gehören dazu, aber manchmal hast du ja wirklich das Gefühl, alter Schwede, ich habe hier definitiv hart zu viele Spritzer. Das ist so meine persönliche Beobachtung, dass ich, wenn ich den Elektrodenabstand wirklich diese, bei einer 3,2-Elektrode auch wirklich versuche, diesen 3,2 mm Abstand zur Schmelze zu halten, sagt man ja, Elektrodenstärke ist der Abstand, den du beim Schweißen haben musst, so als Daumenregel, nicht Faustformel, sondern ich sage eher als Daumenregel, weil es eigentlich ganz gut funktioniert, dann hast du am wenigsten Spritzer. Wenn du weiter davon ab bist, fliegt es dir überall hin. 6 mm Abstand bei einer 6 mm Elektrode. Tatsächlich, also ich habe auch in der letzten Folge gesagt, bei mir hört es bei 3,25 auf. Mir fehlt einfach die Anwendung für eine 6er Elektrode. Ja. Ne? Und 200, wir sind ja unter niedrigst geforderter Stromstärke von 290. Ja. Und Max, was sagt sie, 330? 360 Ampere. 360. 360 Ampere ist, das ist nichts für zu Hause. Kann man sich dann vorstellen, was das ist, für ein Alarm in der Bude dann ist. Das ist nichts für zu Hause. Also 360 Ampere. Aber dafür, dass wir 20 unter niedrigst geforderter Stromstärke sind, hat das bei unserer Auftragsschweißung gerade enorm gut geklappt. Zünden, anbleiben etc. pp. Wenn ich eine dicke Rutile verschweiße, sage ich immer wieder, du kannst die ablegen. Umhüllung ablegen und den Kernstab abbrennen lassen. Natürlich, klar, wenn man das jetzt so guckt, 6 mm, wenn du dann natürlich mit 6 mm Abstand schweißt, ja, das ist natürlich sehr viel, dann hast du nur Lichtbogen, du brennst natürlich durch. Natürlich, der muss dann auch reingelegt werden. Ganz klar. Kann man so machen. Wahnsinn. Rico, ich muss wieder los. Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Nächstes Mal stelle ich mich auf die Treppe. Das stimmt ja, ich wollte in die Knie gehen. Bau dir immer noch mal ein kleines Podest, dass du hier ein bisschen erhöht stehen kannst. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yes. Ich gehe Sachen aufladen und dann geht's wieder Richtung Heimat. Und wir starten jetzt mit unserem eigentlichen Plan. Freunde, geht los. Erste Steignaht, E6013RR, Stahlwerk. 2,5 mm. Ist angegeben mit 50 bis 90 Ampere. Steignähte nehmen viel Wärme. Deswegen gehen wir nicht hoch auf die 90, sondern bewegen uns ein bisschen weiter unten bei den 50 Ampere. Machen werden wir Folgendes. Wir markieren uns auf einem Testblech eine Linie zur Orientierung und machen Folgendes. Zickzack pendeln nach oben. Und zwar nach ganz oben. Bis da. So sieht das aus. Womit machen wir das? Mit blauem Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Nicer Kommentar. 270 Ampere. S235 Blech. 8 mm stark. 2,5 mm Elektrode. 50 Ampere sind eingestellt. Steignaht, die erste. Freunde! Wir springen mal in den Praxisteil. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich mich aufstelle, wenn ich so ein bisschen
trainieren möchte. Tatsächlich geht es ums Training. Wir wollen jetzt mal versuchen, so 2, 3 verschiedene Pendelarten auszuprobieren. Ein paar dicke Handschuhe organisiert. Warum? Wir gehen in eine steigende Position. Das Blech sammelt Hitze. Wer das mit dünnen Wickhandschuhen macht, der wird, gerade wenn die Elektrode so ein bisschen am Ende ist, direkt spüren, dass es unfassbar warm wird. Ich habe meinen Helm gepimpt. Sieht super lustig aus. Tatsächlich, was verhindere ich mit diesem Lappen? Es geht hier nicht um Spritzer oder so. Es geht darum, dass ich Lichteinfall von hinten habe. Das spiegelt mir innen in meinem Helm und stört mich. Ja, ich möchte es gerne dunkel haben, um höchste Konzentration auf die Schweißnaht zu haben. Was wir uns vorbereitet haben, sind so ein paar S235 Bleche, 8 mm stark. Und 100 lang, tatsächlich relativ kurz. Ja, wir wollen hier 2 Elektroden drauf verschweißen, das passt. Das heißt, wir üben einmal ein bisschen das Pendeln, setzen in der Mitte einmal ab und üben dann quasi einmal den Ansatz. Denn das ist so wichtig bei dieser Geschichte. Benutzen werden wir ARC 270 Elektrodenmaschine und verschweißen werden wir die 2,5er. Hauseigene E6013RR. Das so als Vorbereitung, was Maschine, Elektroden, Haube und Handschuhe angeht, inklusive des Bleches. Die brauchen wir. Wir werden uns mit der Flex eine Orientierungslinie auf unser Blech schweißen, damit wir wissen, wo wir lang schweißen. Elektroden, ja, wir gucken auf die Packung. E6013RR, wie bereits erwähnt, 2,5 mm stark, 50 bis 90 Ampere. Die Steignaht, die feiert so ein bisschen die Temperatur, ist also gerne sehr schnell sehr heiß. Deswegen rate ich davon ab, Richtung 90 zu gehen, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen ganz nach unten und stellen 50 Ampere auf der Schweißmaschine ein. Jetzt springen wir rein und gucken uns ein paar Funken an. Erledigt Nummer 1. Wir machen uns eine Führungslinie, ja? Einfach nur, um eine Richtung zu haben, in die wir schweißen können, ja? Zur Orientierung. Jetzt gucken wir uns einmal ganz trocken an, was wir machen werden. Und zwar werden wir jetzt Standard pendeln. Ja, sieht wie folgt aus. Ihr seht das da. Wir zünden wie folgt. Leichtes Streichen, ja, gehen von oben nach unten und beginnen dann auf der linken und gehen leicht auf die rechte und machen dieses dann zickzackmäßig ab nach oben. Ja, machen eine Pause links und rechts vom Strich. Ja, nochmal. Zünden, auf eine Seite ziehen, dann nach rechts und links im Zickzack nach oben. Ja? Elektrode wieder zurück. Ich habe die gerne 45 Grad eingespannt, die Elektrode. Jetzt kommen wir dazu, wie halte ich überhaupt diesen Brenner fest? Fest in die Hand nehmen. Ja? Ist eine Möglichkeit, jedem da so, wie er beliebt. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht, um ein bisschen mehr Gefühl zu haben. Ich packe mir den hier oben. Ja? Es ist nicht so schwer, dieses Teil. Ja? Ich packe den hier oben. Man braucht hier keine Angst haben vor dem Elektrodenstummel, da passiert nichts. Ja? Oben packen und dann hast du tatsächlich wirklich hier mit 2 Fingern, ja? Relativ einfach. Wer mag, kann auch so. Ja? Innen vorbei, einmal rum. Gibt so ein bisschen mehr Stabilität. Nächste Sache. Elektrode festhalten. Ja, geht auch relativ lange, vielleicht so 15, 20 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen kürzer, je nach eingestellter Stromstärke. Die wird irgendwann warm, aber man kann sich so stützen. Ja? Und wenn man die Elektrode nicht mehr festhält, dann gehen wir an den Brenner unten, an die Hand, ja? Oder können hier den Griff festhalten, alles, was einem da so passt. Pendeln, wie pendeln? Nehmen und aus dem Arm die Bewegung machen, ja, eine Möglichkeit. Aber wenn wir hier oben das Gefühl haben, dann reicht auch, ja, über das Handgelenk kippen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gucken wir uns mal eine Schweißnaht an.
like fire, everything I touch I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success. This Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us. We don't stop cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gay, no fucks, I ain't scamming. You know black men don't blush, huh? Came here ready to fight on this night. You better just run for your life. Schon ab. Hier oben warten wir noch ein bisschen auf die Schlacke. Das sieht schon ganz gut aus. Regelmäßiger geht immer. Ansatz ist ganz klein wenig wulstig. Okay, kann man machen. Die Naht so sieht super aus. Ne? Ganz gut, keine Einbrandkerben. Ja, ein paar Pünktchen. Hier ist der Ansatz. Hier hat es den Anschein, als ob da was wäre. Da ist aber nichts. Aber in der Form habe ich das auch noch nicht gesehen. Freunde, Naht ist gut geworden. Ja? Eine Sache stört mich. Und zwar ist das hier dieser Mini-Krater am Ansatz, den werden wir jetzt noch versuchen zu entfernen. Ja, das heißt, wir machen noch eine Naht, gleiche Einstellung. Ja, der muss weg. Ja, der muss weg. Nahtbreite ist ganz gesund, recht schmal, die Schuppung ist okay. Ja, der Ansatz hier hat einen kleinen Buckel und dieses Loch gefällt mir nicht. Das heißt, wir wiederholen gleiche Einstellungen. Gleiche Steignaht nochmal von vorne. Ist ein bisschen breiter gependelt diesmal. Bisschen warten, dann Schlacke. So, jetzt Ansatz. Besser, kein Loch mehr da. Ja, bisschen mehr Material drauf, das ist okay. Ja, haben wir uns im Rubbididub innerhalb von zwei Nähten schon ordentlich verbessert. So, so sieht's aus. Ja. Ja.
Also keine Kerben an der Seite, das ist schon mal gut. Unser Löchelchen sind wir losgeworden. Der Ansatz, immer das Schwierigste beim Elektrodenschweißen. Ja, wir zünden oben drüber ein bisschen, ziehen runter und müssen dann quasi gleich mit dem Pendeln anfangen. Das kann dafür verantwortlich sein, hier etwas mehr aufzutragen. Ist aber tatsächlich sehr gering. Ja, sieht also gut aus. Ja, ist eine Elektrodennaht. Naja, es ist und bleibt eine Elektrodennaht. Es wird keine Wicknaht werden. Ne? Sind wir uns einig? Schöne Aufnahmen. Richtig schöne Aufnahmen. Ja, man kann super sehen, pendeln. Rechts eine kleine Pause, links eine kleine Pause. Funktioniert. Ja, üben. Üben, die Regelmäßigkeit kommt mit der Routine. Üben, 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 das steht so oft an der Tafel, weil du es genauso oft machen musst. So, Teil 2, noch eine Steignaht, gleiche Elektrode, Stahlwerk E6013 Doppel-R, 2,5 mm, gleiche Blechstärke. Folgendes Programm. Blech, Orientierung und jetzt Halbmond. Ich hätte fast gesagt, Halbmond nach oben. Ja, es ist eine Steignaht, die geht nach oben. Ja, gucken wir uns jetzt an. So, ganz kräftig einen Halbmond, aber unten rum. Ja, einmal hier im Trockenen. Hoch und runter, hoch und runter. Ja, genau diese Geschichte. Und dann schauen wir uns mal an, ob das und welche Veränderung das Ganze mitbringt. Einmal die Beatmung an, absaugen ist wichtig. Zack. Elektrode umgepolt. Ja? Wir hängen jetzt am Pluspol mit unserer Maschine. Hat ein bisschen was mit der Temperatur zu tun. Ja? Geht tatsächlich auf beiden Polen. Minus und Plus. Ja? Jetzt auf Plus 52 Ampere. Achtung, ich kann. Da sind wir. Geht schon fast komplett ab. Einmal schauen. Ganz ähnliches Bild. Ganz ähnliches Bild. Jetzt habt ihr das eben gesehen. Ich bin einmal beim Ansetzen ein bisschen weit weggegangen. Ne? Haben wir uns hier so eine Nase eingebaut. Ja. Gucken wir mal. Ja, also unterer Teil perfekt, oberer Teil Ansatz ein bisschen schwierig und dann habe ich mir da irgendwas eingebaut. Das heißt auf Deutsch, wir machen jetzt genau das Gleiche, was wir bei der ersten Steignaht gemacht haben. Erste Naht in die Tonne und zweiter Versuch.
Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You and all those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when they're all being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it bleed just a little. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Mit einer Elektrode. Mit einer Elektrode. Ja, Schuppung breiter auseinander, ja. Ganz in die Länge gezogen, haben also jetzt 100 mm tatsächlich mit einer Elektrode geschafft, ja. Wie läuft es denn? Es würde laufen, hätte ich keinen Besuch. Willst du mal eine Steigmatt machen? Ja. Cool. Ja. Heute? Ja. Julian Pilz, ja. Wirst du richtig schön einen... Da freue ich mich ein bisschen drauf. Wird nämlich spannend. Day of Suffering Part 2, oder? Hast du ein weißes Hemd? Ja. Hast du das weiße Hemd? Nein, das ist zu Hause. Schade, der hat nämlich so oder ein... Warte mal. Der hat nämlich so ein Hochleistungshemd, damit ja, klappt alles. Nee, ja, zu Hause. Ja? Nee. War ein bisschen aufgestanden heute Morgen. Früher als so. Freunde, gleich, ja, Julian. Dem werden wir eine schöne Elektrode und eine schöne Einstellung auf der Maschine verpassen. Und dann gucken wir mal, was so geht. Ja? Ganz spontan, ja. Sehr spontan, klar, natürlich. So sind wir. So kennt man ihn. Ja? So ist es. Steignaht. Ja. Ja? Das ist noch eins von den 200 mm Blechen. Sieht so aus. So, um genau zu sein. Mhm. Wir sind jetzt umgestiegen auf 100 mm Nähte, um das Ganze so ein bisschen abzukürzen. Ja, ein bisschen durchzutrainieren. Nochmal ganz kurz, so für mich als blutigen Schreibtischanfänger. Ne? Ja. Steignaht heißt, ich fange, die geht steigend nach oben. Ja? Die liegt genau so. Ja. Du fängst hier unten an, ja, und pendelst dich in einem Modus deiner Wahl so zickzackmäßig nach oben. Wieso pendeln? Pendeln, um eine gewisse Nahtbreite zu erzielen. Okay. Ist bei der Elektrode tatsächlich üblich, dass man bei einer Decklage pendelt. Wir simulieren hier natürlich nur eine Decklage. Wir kratzen uns das Blech so ein bisschen an, damit wir eine Richtung haben, eine Phase rein, weil sonst würdest du so rechts abbiegen und das sieht hässlich aus. Und dann arbeiten wir uns einfach hoch. Ne? Mhm. Haben wir jetzt ein paar Kleinigkeiten haben wir schon gesehen, zwei Aufnahmen, und du hast dich bereit erklärt. Ja, du hast gesagt, du brauchst jetzt mal eine richtige Steignaht und hast mich dazu gerufen. Ja? Schnitt, Tränen. Schnitt, Tränen, genau. Wir schweißen mit unserer hauseigenen E6013 Doppel-R in 2,5 mm bei im Augenblick eingestellten 52 Ampere. Wir haben also 2 Ampere nach oben korrigiert. Und der Julian wird uns jetzt zeigen, wie es richtig geht. Richtig? Richtig. Begrüßen. Du hältst die Elektrode, ich sag mal, so 15 Grad, 20 Grad leicht nach unten geneigt. Ja. Ja? Dann zündest du die, indem du leicht streichst. Ja. Ja? Sobald du einen Lichtbogen siehst, brauchst du dich nicht erschrecken, den ziehst du dir dann in dieser Fuge bis unten. Also nicht weggehen, weil sonst geht er ja weg, richtig? Genau, und auch nicht hier links abbiegen oder so. Alles, was in der Schweißfuge gezündet wird, wird von der Elektrode aufgeschmolzen und weggespült. Ja? Ah, okay. Also das heißt, selbst wenn ich mir da so ein Pünktchen also drauf setze, das ist danach wieder, wenn ich drüber gehe, weg. Richtig, weil du das überschweißt. Ja, ja? Okay. Und jeder dieser Punkte ist verantwortlich für Spannungen. Das erzählen wir jetzt hier nicht, nur mal ganz kurz gesagt. Deswegen möchte man die an der Seite nicht. Ja? Deswegen zündet man die immer in der Schweißfuge. Dann fangen wir an zu pendeln. Mittig Elektrode rechts auf diesen Streifen. Und danach auf ähnlicher Höhe links auf diesen Streifen. Ja. So, und ab dann fängst du an und gehst im Zickzack hoch. Ein bisschen hoch hier, ein bisschen hoch da. Und versuchst die Elektrode immer mittig auf diesen Punkt zu halten. Das gewährleistet eine relativ genaue Nahtbreite. Die Elektrode ist, was die Optik anbelangt, sehr, sehr, sehr schwierig
zu führen, wirst du auch merken, diese hier ist sehr gutmütig, was den Lichtbogen anbelangt, aber was die Schuppung anbelangt, ist die halt, es ist eine Elektrode, es ist keine Wignaht. Okay, ja? Verstehe. Also pendeln rechts, links, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, kurze Pause, rüberwandern, kurze Pause, rüberwandern, kurze Pause. Also ein bisschen Zeit geben, dass ihr ein bisschen Material auftragt. Genau, ein bisschen abwerfen wollen wir und ein bisschen Material auftragen. Und nicht vergessen zu drücken, ne? Den Lichtbogen musst du kurz halten. Ja, ja. Ja, du musst. Ich bin mir sicher, du machst das sehr, sehr gut. Sonst wäre ich nicht hier. Ja, also ich kann bürsten und bürsten. Aber schön, schön sind Blumen, ne? Links, rechts auf der Stelle, links, rechts auf der Stelle. Ja, also ganz, eigentlich kaum Vorschub. Ja? Mhm. So, und du hast jetzt hier einen hingesetzt. Dann bist du nach da gewandert, hast schon mal 5 mm. In der Zeit bin ich hier, ich sag mal, mindestens 6-7 Mal von rechts nach links. Mhm. Du musst dranbleiben. Wenn du nicht dranbleibst, gerade Elektrode, die ist da sehr undankbar, wenn du nicht dranbleibst, dann... So, jetzt übe ich auch noch ein bisschen. Ja, mach das doch. Ja? Freunde, wir haben gesehen, wie es geht. Und wie es nicht geht. Mach mal weiter im Text und gebt noch einen zum Besten. Fallnaht mit der RC. Auf geht's. Kielberg Rutilzellulose ist auch eine E6013, ja? Und die werden wir jetzt mal in der Fallnaht machen. Wie eben gesehen, auf der Elektrodenpackung 80 bis 110 Ampere auf dem Minuspol. Wir müssen einmal umpolen. Der will vorlaufen, aber bremst sich unfassbar gut, ne? Also die Schlacke, den Schlackenvorlauf, den haben wir uns jetzt mal ganz schön gespart. Refuse to lose, so how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room like fire. Everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. Ah. In me, I trust. See, I smell like success. This Elon. Also ein bisschen mehr hält tatsächlich auch so ein bisschen die Schlacke davon ab. Richtig schöner Einbrand. Ist natürlich jetzt noch lange nicht voll. Hier unten haben wir noch ein bisschen Schlacke. Hier sieht man auch, was wir eben besprochen haben, nochmal auf der Elektrode. Prima E6013. Ja? Einziger Unterschied zu der Elektrode, die wir vorhin gesehen haben, die Elektrode von Stahlwerk, ist, dass das Typ RC ist. Das andere ist Doppel-R.
see the light. You don't have a chance inside. You in front of your life. You are prepared for the night. Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't all those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when a dog being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it breathe just a little. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Alter Mann, und die Knie. Ja, ich habe nicht nur Rücken, ich habe auch Knie. Zwei sogar. So sehen Fallnähte aus, ja? Wunderschöne Nacht. Eine wunderschöne Nacht. Wunderschöne Nacht. Freunde, alle Nähtchen mal auf den Tisch. Alle nicht, tatsächlich. Ja, aber die, die wir in der Nahaufnahme gesehen haben, die liegen jetzt hier. Habt ihr gesehen? Ich habe mir hier so einen Schlacke-Einschluss eingebaut. Ja, Schlacke-Einschluss eingebaut. Normal. Ja, Fehler, die passieren. Training, besser werden. Ja, nochmal versucht. Gute Naht. Ja, gute Naht, funktioniert. Hier längeres Nähtchen, 200 mm lang, 4 oder sogar 5 Elektroden. Man sieht hier, die Ansätze sind ganz leicht erhaben, vernünftig. Ja, kann man machen. Und die Regelmäßigkeit, wie gesagt, die kommt mit der Routine. Ja, besonders schön, die Fallnaht, die läuft einfach hervorragend. Ja, die Position liegt mir, ja, macht auch Spaß. Ja, 5 Lagen haben wir geschweißt. 80 bis 90 Ampere, sieht so aus, ja, Optik ist wunderbar. So, hier, Königsklasse, Julian, ja, Achtung, wir machen hier keinen schlecht, ja, ganz im Gegenteil. Der Julian hat noch nie eine Elektrode in der Hand gehabt, doch, zum Angucken, ja, aber noch nie damit geschweißt. Und das sieht dann so aus, ja, das ist, es ist normal, ja, und wenn irgendeiner von euch eher hier ist, oder eher da, oder vielleicht noch viel, viel besser, oder was auch immer. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja? Training ist alles. Ja? Training ist alles. Wenn du das den ganzen Tag machst, dann werden die auch hübsch. Steignaht, Fallnaht, Elektroden schweißen. Ja? Hier, schweißtreibend. Schweißtreibend ist es. Ja? Und nicht nur schweißtreibend, ja? Je dicker die Elektrode, desto mehr Alarm. Und hier Feueralarm könnt ihr euch nur ungefähr vorstellen. Ja? Könnt ihr euch nur ungefähr vorstellen. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja? Wir haben hier ordentlich für 5 Euro gemischt. Ja? Mal so ein bisschen Schlacke aufgefangen. Ja? Ganz schön Schlacke. Ganz schön Schlacke, das Elektrodenschweißen. War jetzt mal eine Steignaht. Machen wir auch mal mit quer. Machen wir auch mal mit quer und werden uns auch mal eine basische angucken. Kommt alles. Ja? Immer wohl dosierte Folgen. Ja? Ich muss tatsächlich üben. Ja? Ich muss üben.
ich wünsche euch auch viel Geduld und Spaß beim Üben. Ja, Elektrodeneimer, ja, Blecheimer kann ich jedem nur empfehlen. Der ist rappelvoll. Ja, ich habe fast ein Paket, 2 Fünfer. Einmal auf Blech aufgebracht. Ja. Ganz schön viel Action. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja. Wir sehen uns wie immer in der nächsten. Das war jetzt ein schönes Ding. Ist das gefährlich, ey.